Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem neuen Interview der Woche hier auf MV1. Ich begrüße Sie heute aus der wunderschönen Universitäts- und Hansestadt Greifswald. Wir sind hier direkt am Markt, vor dem Rathaus, im Hintergrund auch die Kirche zu sehen und natürlich die wunderbare Altstadtarchitektur Greifswald. An meiner Seite der Oberbürgermeister von Greifswald, Dr. Fassbinder. Herr Fassbinder, vielen Dank für die Möglichkeit, natürlich Sie mal zu den Geschicken und Geschehnissen hier in Greifswald zu befragen. Sie haben ja die 100 Tage im Amt ja schon längst hinter sich. Sie haben es geschafft. Wie sind Sie angekommen? Ich bin sehr gut angekommen. Vielen Dank der Nachfrage. Und es sind viele Aufgaben anzugehen. Und ja, es läuft. Ja. Sie kommen ja als Historiker in das Amt. Was ist das für eine Dimension, wenn man plötzlich sozusagen aus der Geschichte herausgerissen wird, aus der wissenschaftlichen Arbeit und dann natürlich Geschichte selber mitbestimmt? Also direkt ins Amt gekommen bin ich natürlich aus der Politik heraus. Ich war ja viele Jahre Mitglied der Bürgerschaft, unseres Stadtrates. Aber Sie haben natürlich recht, als Historiker hat man oft einen anderen Blick auf die Sachen. Das ist, glaube ich, manchmal gar nicht falsch, denn ich kann oft weit zurückschauen und sehe, dass manche Entwicklungen sich wiederholen oder neu anfangen. Aber jetzt ist natürlich der Alltag und vor allem die Zukunft, was wir eingehen müssen. Ja, es gab ja hier einen Immobilientag in Greifswald in der letzten Woche. Der hat natürlich auch verschiedenes Fragestellungen natürlich gehabt. Natürlich demografischer Wandel war eine, Universitätsstadt, junges Wohnen und so weiter. Das würden wir hier gerne nochmal an der Stelle fragen natürlich. Vor dem Hintergrund vom demografischen Wandel, also Überalterung der Gesellschaft auch, macht ja auch Frau Greifswald nicht Halt. Auf der einen Seite natürlich, auf der anderen Seite ganz viele junge Menschen, die nach Greifswald strömen. Kriegen Sie das unter einen Hut? Ja, wir müssen es unter einen Hut kriegen und wir haben natürlich erstmal eine sehr positive Ausgangsvoraussetzung, denn wir sind eine der wenigen Städte in Greifswald oder vielleicht auch im Osten Deutschlands, die tatsächlich wachsen, langsam aber stetig. Das hat zur Folge, dass wir Wohnraum bereitstellen müssen. Und wir wachsen an zwei Enden der Gesellschaft, wenn ich es so sagen darf. Wir wachsen bei den jungen Menschen, junge Familien, Kinder, Jugendliche und wir wachsen bei den älteren Menschen. Das betrifft natürlich alle. Wir werden alle älter, es werden mehr ältere Menschen. Wir haben aber auch Zuzug von außen. Leute, die nach der friedlichen Revolution zum Beispiel aufs Dorf gezogen, sich ein Eigenheim gebaut haben, ziehen jetzt wieder zurück in die Stadt, weil alles näher ist, Arzt, Apotheke und dergleichen. Wir haben jetzt die Aufgabe, Wohnraum zur Verfügung zu stellen in allen Preisklassen und das ist eine große Aufgabe. Wen haben Sie für diese Aufgaben vorgesehen? Wir hatten es ja auf dem Immobilientag ja schon mal thematisiert. Die Wohnungswirtschaft, ist sie so stark, dass sie hier in Greifswald auch sozialen Wohnungsbau machen kann? Ist das ein Thema für Greifswald? Ja, auf jeden Fall. Die Wohnungswirtschaft steht in Greifswald eigentlich auf zwei großen Säulen. Wir haben einmal die private Wohnungswirtschaft, die vom Eigenheim bis zum Mehrgeschosser anbietet Wohnungen. Da ist die Aufgabe, Bauland zur Verfügung zu stellen, die Möglichkeiten. Aber wir haben ja zwei große, ich sag mal, kommunale Einrichtung, eine Genossenschaft und eine städtische Wohnungsbaugesellschaft, die zusammen ungefähr die Hälfte des Wohnungsmarktes ausmachen. Und da wollen wir natürlich auch ganz aktiv in den Wohnungsmarkt eingreifen, vor allem günstigen Wohnraum anbieten in allen Stadtteilen. Das ist unser Ziel. Wir warten jetzt noch auf die Förderung durch das Land, die ja zugesagt worden ist, und stehen schon in den Startlöchern, die ersten Bauten zu errichten. Greifswald ist stark geprägt von den Studenten. Man sieht sie überall, wenn man hier ankommt in Greifswald, im Straßenverkehr, Fahrradströme, die sich durch die Stadt bewegen auch. Wie stellt sich die Stadt darauf ein und was für eine Rolle spielen gerade natürlich die Studenten? Also die Universität ist natürlich der Lebensmotor unserer Stadt, das ist gar keine Frage. Sie prägt nicht nur die Stadt, sondern die Stadt lebt von und nicht nur mit der Universität, sondern von der Universität und auch alles, was damit verbunden ist. Wir haben ja auch noch außeruniversitäre Forschungseinrichtungen großer Art und wir versuchen aus den Universitäten heraus auch Arbeitsplätze zu generieren. Das Wichtige ist, dass wir den Bedürfnissen der Studierenden natürlich auch nachkommen. Da ist wieder die Wohnraumfrage ganz oben an. Auch viele Studierende haben wenig Geld zur Verfügung, brauchen günstigen Wohnraum. Aber auch die Frage der Mobilität. Viele Studierende fahren mit dem Fahrrad, wollen schnell von A nach B kommen. Das sind alles Aufgaben, die wir angehen. Ja, nochmal zur Vernetzung zwischen Universität, es gibt ja auch das große Universitätsklinikum hier in Greifswald und der Stadt. Gibt es da einen eigenen Stab? Ich habe gelernt, dass es in bestimmten Städten auch schon, wie gesagt, einen Wissenschaftsbeauftragten gibt, der sich genau um diese Netzwerke kümmert. Das ist eine interessante Idee, die könnten wir vielleicht noch aufgreifen. Das gibt es bei uns tatsächlich nicht. Was es gibt, sind regelmäßige Gespräche mit der Rektorin, mit dem Kanzler der Universität, von mir und auch den zuständigen Dezernenten und natürlich auch auf Arbeitsebene. Also eigentlich ist der Austausch sehr eng, aber er kann vielleicht noch verbessert werden.
Und das Universitätsklinikum selber ist ja auch einer der wichtigsten Arbeitgeber hier in der Region, der größte, also wahrscheinlich mit. Da gibt es natürlich auch Spannungen zwischen den unterschiedlichen Kliniken, die ja mit sozusagen gemeindet worden, wenn man so will, Wolgast und Anklam auch. Wie verhält sich die Stadt dazu? Sind Sie damit an dem Prozess beteiligt? Also direkt beteiligt sind wir nicht. Das Universitätsklinikum ist eine unabhängige Einrichtung, mit der wir zwar im ständigen Dialog stehen, aber die für sich selber entscheidet, wie sie nach wirtschaftlichen, gesundheitspolitischen und ähnlichen Vorgaben umgeht. Die Entwicklung in Wolgast, auf die Sie wahrscheinlich anspielen, ist natürlich aus Sicht von Wolgast und auch Usedom sehr bedauerlich. Wir als Stadt positionieren uns aber nicht zu, weil sie auch nicht direkt beteiligt sind. Gucken wir mal auf den Markt hier, drehen wir uns mal kurz um und nehmen den Kameramann auch mit. Und zwar Wirtschaft ist ja natürlich auch das mit Ausschlaggebende auch für Greifswald, auch für die künftige Entwicklung von Greifswald. Was tun Sie hier, um Ansiedlungen in Greifswald zu motivieren, beziehungsweise natürlich auch die Unternehmen, die hier sind, zu fördern und zu unterstützen? Wir haben ja drei Schwerpunkte in unserer wirtschaftlichen Situation im Moment. Das ist einmal die Gesundheitswirtschaft. Sie sprachen schon das Universitätsklinikum an. Es gibt noch weitere große Kliniken bei uns, private oder auch der Wohlfahrtsverbände. Wir haben die Elektronik. Das ist eine Tradition, ja schon aus DDR-Zeiten. Eine ganze Reihe von Unternehmen, die dort tätig sind. Und wir haben die Bereiche Innovation, Forschung, Spitzentechnologie. Und das ist ein Punkt, den wir vor allem ausbauen möchten. Denn wir fördern junge Unternehmen durch Bereitstellung von Technologiezentren. Und ganz wichtig im Zusammenhang, wir planen, oder beziehungsweise ist auch schon beschlossen, ein neues großes Technologiezentrum, was sich den Schwerpunkten Bioökonomie und Plasmatechnologie widmen wird. Und da sehen wir uns auch unsere Schwerpunkte, dass wir diese Bereiche ausbauen, dass junge Firmen, Start-ups, Ausgründungen aus der Universität eine Möglichkeit bekommen, sich zu entwickeln und natürlich dann auch Arbeitsplätze generieren. Und ich glaube, das wird auch funktionieren. Ja, Greifswald war ja weltweit in den Medien, auch wegen natürlich dem Forschung, wegen der Forschungseinrichtung hier, wegen dem Plasma-Institut, wegen Plasma-Forschung auch. Wie fühlt man sich da, wenn man plötzlich sozusagen wirklich an der Weltspitze ist, was Forschung anbelangt als Bürgermeister? Das ist natürlich eine schöne Entwicklung, die dort stattgefunden hat. Und ich muss sagen, ich war auch selber, genauso wie das IPP, sehr überrascht über das internationale, weltweite Medienecho, das dieses Ereignis gefunden hat. Ich glaube, wir hatten noch nie so viele internationale Fernsehteams hier bei uns in Greifswald. Und das ist natürlich auch schön für die Stadt. Es hängen viele Arbeitsplätze dran, viele Leute arbeiten dort. Viele kommen aus dem Ausland, auch das eine positive Entwicklung. Der eine oder andere bringt seine Familie mit, lässt sich hier nieder. Ich kenne persönlich Familien, die seit 20 Jahren hier wohnen, im Zusammenhang mit dem IPP aus Schweden zum Beispiel. Das ist eine sehr positive Entwicklung und wir müssen dann schauen, dass wenn die Experimentierphase ist und manche Leute dort nicht mehr arbeiten können, viele Ingenieure zum Beispiel, dass wir vielleicht den einen oder anderen hier halten können, der einen kleinen Betrieb hier aufmacht. Unter anderem dazu soll auch dieses Forschungs- und Gründerzentrum dienen. Ja, ein wichtiges Thema heutzutage, was die Bürger ja umtreibt. Die Bürger sind aktiver geworden, die Bürger sind selbstbewusster geworden. Also auch nach der Wende, 25 Jahre, es wird auch langsam Zeit, dass der Osten da aufwacht. Es gibt viele Bürgerinitiativen auch. Stehen Sie auch vor den Herausforderungen, da einen anderen Umgang an den Tag zu legen, wie es vielleicht in der Vorzeit war? Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also einerseits müssen wir es tun, denn die Bürger wollen sich einmischen. Die Bürger sagen ihre Meinung, sie kommen auch mit sehr konkreten Anliegen an. Sie wollen gehört werden, sie wollen mitgenommen werden. Das ist also erstmal die Forderung an die Verwaltung, die ich auch für sehr legitim halte. Aber es ist auch umgekehrt. Ich möchte auch, dass die Bürger sich einmischen. Ich möchte, dass sie ihre Ideen einbringen. Oft ist es ja so, dass man in der Verwaltung in bestimmten Bahnen denkt und vielleicht gar nicht recht sieht, dass auch noch eine Möglichkeit besteht. Das ist gar kein Vorwurf an die Verwaltung, aber je mehr darüber nachdenken oder auch wenn die unmittelbar Betroffenen sich einbringen, ist das immer von Vorteil von der Sache. Wir haben müssen neue Formen auch entwickeln der Bürgerbeteiligung. Wir haben jetzt eine Reihe ISEC 2013 heißt das. Das heißt, wir machen uns Gedanken, wie soll unsere Stadt 2030 aussehen. Und da gibt es eine ganze Reihe von Werkstätten, offene Werkstätten zu bestimmten Themen. Die sind sehr gut besucht und dort wird mit sehr hohem Engagement sich Gedanken gemacht, wo müssen Schulen hin, wie läuft es mit der Mobilität, wo sollen die Wohnviertel entwickelt werden. Das halte ich für eine sehr positive Entwicklung. Wir fördern das auch sehr. Bis hin zu ganz kleinen Sachen, die aber auch wirklich eine tolle Sache sind. Wir hatten auf der letzten Werkstatt, ging es um Sportplätze. Dann tauchte eine Gruppe Jugendlicher auf, die sich lose organisiert haben rund um einen Sportplatz. Und die kamen mit einem großen Plakat, auf dem sie genau aufgemalt haben, wie sie sich die Umgestaltung dieses Sportplatzes wünschen. Und ich sage, was kann uns Besseres passieren, als dass diejenigen, die diesen Platz nutzen, sagen, das und das hätten wir gerne. Ob sich das alles realisieren lässt, das müssen wir sehen. Aber genauso stelle ich mir das vor. Wir treten jetzt in Dialog mit diesen jungen Leuten und wollen sehen, was lässt sich verwirklichen. Und das ist eine hervorragende Sache. Und da machen wir, das werden wir noch ausbauen.
zufrieden da mit dem Engagement des Landes auch? Einerseits heißt es natürlich, die Kommunen in Mecklenburg-Vorpommern seien sämtlich unterfinanziert. Man hat mit Schulden zu kämpfen, mit Altschulden auch, mit Altlasten auch, die vielleicht sogar durch die Kommunen, durch eine Bundespolitik teilweise auch zustande gekommen sind. Wie gehen Sie da mit dem Land um? Also wir haben natürlich generell das Problem, das gilt nicht nur für das Land, auch für den Bund, dass ganz gern an die Kommunen Aufgaben übergeben werden durch gesetzliche Regelungen, aber nicht die Finanzen hinterherkommen, wenn ich es mal so salopp ausdrücken darf. Das ist ein ständiger Prozess, wo wir ständig darauf aufmerksam machen müssen. Hoppla, hier gibt es wieder eine neue Aufgabe, wir haben aber gar nicht die finanziellen Mittel und wenn wir sie nicht bekommen, müssen wir an anderer Stelle sparen. Straßenunterhalt, Kitas oder dergleichen. Das heißt, wir stehen da auch im ständigen Dialog mit dem Land. Natürlich unterstützt das Land uns auch. Es gibt einen Finanzausgleich, es gibt auch vor allem die Mittel der Städtebauförderung. Da ist sehr viel Positives passiert in den letzten Jahren in Greifswald und da wird auch noch, wir haben auch Zusagen für weitere Projekte. Also wir sind da im steten Austausch und müssen immer aufpassen, dass uns sozusagen nicht die Aufgaben übergehalst werden ohne finanziellen Möglichkeiten. Ich habe den Eindruck, gerade bei der Flüchtlingspolitik hat das Land und die Kommunen auch in Mecklenburg-Vorpommern einen guten Job gemacht, sind nach natürlich anfänglichen Schwierigkeiten, die ja überall waren, auch sehr professionell damit umgegangen. Wie war das bei Ihnen in Greifswald? Gab es eine ähnliche Bewegung auch, eine Hilfsbewegung auch? Also ich denke auch, dass Mecklenburg-Vorpommern da durchaus sehr zufrieden sein darf, sowohl das Land wie die Kommunen, wie wir mit dem Zustrom der Flüchtlinge umgegangen sind. Das läuft inzwischen sehr gut, sozusagen reibungslos, jetzt im Sinne der Versorgung, der Unterbringung. Da bin ich sehr zufrieden damit, auch die Zusammenarbeit mit dem Landkreis. Wir als Stadt sind ja nachgeordnet erst zuständig. In erster Linie ist es der Landkreis, der dafür sorgt. Und was auch ganz toll ist, ist tatsächlich die Unterstützungsbewegung aus dem Ehrenamt. Wir haben hier in Greifswald eine sehr breite Unterstützung, eine sehr rege Szene von Leuten, die sich einbringen auf den unterschiedlichsten Ebenen, sei es im Sprachkurs, sei es in der Unterbringung, sei es in der Begleitung, sei es auch im politischen Unterstützung. Und da bin ich sehr stolz drauf in Greifswald, dass wir das so haben. Aber es bleibt natürlich eine große Aufgabe, denn es kommen zwar im Moment weniger Menschen zu uns. Das heißt, unsere erste Aufgabe ist jetzt nicht Unterbringung, Dach über dem Kopf. Unsere Aufgabe ist jetzt, und die ist viel länger und viel schwieriger, Integration in den Arbeitsmarkt, in die Schulen, in das normale, kulturelle, sportliche Lebensumfeld. Da müssen wir jetzt richtig ran und da bauen wir gerade die Strukturen für auf. Ja, was haben Sie da für ein Gefühl? Was für ein Zeitkorridor muss man da einplanen? Es geht ja nicht schnell, sondern manche Menschen sprechen ja von 5 bis 10 Jahren überhaupt, wenn Integration möglich gemacht werden soll. Das ist natürlich sehr unterschiedlich und sehr individuell. Wenn Sie die jungen Leute, die Kinder, die Jugendlichen anschauen, die können oft nach wenigen Wochen fließend Deutsch. Da ist man sehr, sehr beeindruckt. Die sind im Sportverein. Ich habe Theatergruppe erlebt, wo junge Syrer dabei waren. Normal aus der Schulklasse heraus, die sind quasi schon integriert. Also das geht sehr schnell. Bei Erwachsenen ist das natürlich sehr unterschiedlich. Wir kennen Leute, die sich sehr aktiv drum bemühen, die wirklich am zweiten Tag im Sprachkurs sitzen und auch alles tun, damit sie irgendwo unterbringen. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Friseur aus Aleppo, der hier bei einem einheimischen Friseur quasi jeden Tag angeklopft hat, wann kann ich bei dir arbeiten? Also wirklich, und nach ein paar Wochen hat es dann auch funktioniert. Es gibt auch welche, die sind da zurückhaltender, die tun sich schwerer, vielleicht auch vom Hintergrund ihrer Bildung. Und da kann das auch ein bisschen länger dauern. Wirklich im Arbeitsmarkt ankommen, das sagen die Fachleute. Das wird 2, 3 Jahre dauern, bis eine größere Anzahl im Arbeitsmarkt ist. Viele brauchen noch eine Ausbildung. Aber wir dürfen das nicht, also vor diesen Herausforderungen nicht zurückschrecken, sondern müssen das energisch angehen. Letzte Frage nochmal zum Thema Kultur und Identität. Sie haben ja auch ein Theater hier, das Theater Vorpommern, Stralsund, Putbus und Greifswald wird bespielt. Aus einem Haus sozusagen heraus. Sind Sie da mit der Entwicklung zufrieden und auch dem Druck, den das Land auf die Theater im ganzen Land momentan ausübt? Also 2 Themen haben Sie angesprochen. Einmal die Kultur allgemein, wo wir uns, wie wir uns darstellen wollen. Und ich glaube, wir können zufrieden und auch stolz damit zu sein, was für ein lebendiges, aktives Kulturleben wir hier in Greifswald haben. Das macht sich vor allem fest in den ganzen Festivals, die sich übers Jahr hinziehen. Wir hatten gerade den Nordischen Klang ist hinter uns mit einem neuen Besucherrekord. Wir haben den Polenmarkt, wir haben die Jazz Evenings, wir haben die Bachwoche, wir haben die Russische Woche. Also es reiht sich ein Festival an das andere und das macht uns schon sehr lebendig. Die Literaturtage, wir sind eine Stadt mit 3 Literaturhäusern. Also ich glaube, da passiert sehr viel und da sind wir auch stolz drauf und das ist auch nach außen hin ein wichtiger Punkt. Jetzt konkreter zum Theater. Wir kämpfen natürlich sehr darum, dass wir unser Theater, das ein 4-Sparten-Theater ist, das eine gute Stellung hat, das gut angenommen wird, erhalten bleiben kann. Das ist ein sehr schwieriger Prozess. Das Land hat sich zur Aufgabe gestellt, hier eine neue Struktur zu schaffen, sprich, dass wir mit dem Theater und Orchester im südlichen Landesteil, also Neubrandenburg und Neustrelitz, fusionieren.
Das ist ein schwieriges Unterfangen und wir müssen im Moment vor allem darauf achten, dass am Ende auch tatsächlich was Besseres bei rauskommt. Besser heißt finanzierbar und auch nicht massiver Kulturabbau. Und das wird noch ein zähes Geschäft. Ja, nochmal auf Ihre Rolle als Historiker zu sprechen kommen. Was haben Sie da noch mit einzubringen? Was ist Ihnen sozusagen an der Greifswalder Geschichte, beziehungsweise Sie waren ja hier im Vorpommerischen Landesmuseum angestellt. Ja, was ist Ihnen da besonders lieb? Was kann man vielleicht auch mal wieder nach oben holen, über Jahrhunderte vielleicht verschütt gegangen ist? Also Greifswald hat ja so mehrere Schwerpunkte in seiner Geschichte. Das ist natürlich das Mittelalter, das sehen Sie hier am Markt, unsere Backsteinhäuser, die starke Tradition der Hansezeit. Die ist sehr präsent und sehr bewusst und das ist ein Erbe, was wir wirklich auch weiter pflegen müssen und wollen. Dann gibt es die zweite große Epoche, ist die Schwedenzeit, die ja hier knapp 200 Jahre gedauert hat, viele Bauten hinterlassen hat. Wir haben viele Bauten aus der Schwedenzeit. Wir haben eine starke Anbindung an Schweden, gefühlsmäßig, aber auch wirtschaftlich, politisch. Das kann man auch noch weiter ausbauen, noch fördern, vielleicht auch, dass noch mehr Schweden zu uns kommen in der Richtung. Aber man darf natürlich auch andere Epochen nicht vergessen, auch die DDR-Zeit, in der die Stadt ja sehr gewachsen ist mit den ganzen Neubauvierteln. Das hängt mit dem Kernkraftwerk zusammen, das hängt mit der Elektronikindustrie zusammen. Auch das ist eine wichtige Epoche der Greifswalder Geschichte. Das heißt, wir stehen immer einerseits in der Tradition, in einer sehr lebendigen, auch gut sichtbaren Tradition, aber natürlich auch immer nach vorne gewandt. Wir wollen die Tradition ja nicht für sich pflegen, sondern wir wollen sie nutzen, um nach vorne zu gucken. Und insgesamt denke ich, dass Greifswald in Vorpommern noch eine stärkere Rolle spielen kann. Und ich glaube, Vorpommern insgesamt kann sich noch etwas stolzer, etwas zufriedener, auch etwas bewusster seiner Geschichte entgegenstellen und sie nutzen und daraus auch etwas selbstbewusster nach vorne blicken. In diesem Sinne, vielen Dank für das Interview, Herr Dr. Fassbinder. Und Ihnen, liebe Zuschauer, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Interview der Woche auf MV1.